Willkommen im Filme erklärt. Heute erzähle ich euch ein Geheimnis namens die Tür. Abonnieren Sie für weitere Inhalte wie dieses. Aktivieren Sie Benachrichtigungen, damit Sie unsere neuen Filme nicht verpassen, und klicken Sie auf Gefällt mir, um dem Kanal zu helfen. Herzliche Grüße und danke fürs Zuschauen. In der Eröffnungsszene malte David gerade im Haus, als seine Tochter Leon ihn einlud, Schmetterlinge zu fangen, wie er es ihr versprochen hatte. Er geht nach draußen und sagt ihr dann, dass er zuerst etwas tun muss und dann werden die beiden zusammenspielen. David geht zu seiner Geliebten, die auf der anderen Straßenseite wohnt, und sagt ihr, sie solle nicht zu viel von ihrer Beziehung erwarten. Sie beschließen, schnell eine Party zu veranstalten, und dann geht David. Als er nach Hause kam, rief er seine Tochter an und sah dann das Band im Pool. Er springt sofort hinein und stellt fest, dass sich Leonas Schnürsenkel im Abfluss verfangen hat und er sie nicht an die Oberfläche bringen kann. Doch als er ankam, es war sicherlich zu spät. 5 Jahre später war David immer noch am Boden zerstört über den Tod seiner Tochter. Er geht zu seiner Ex-Frau Mia und fleht sie an, ihm zu vergeben. Sie erinnerte ihn daran, dass sie ihre Tochter aufgrund seiner Affäre verloren hatten, und ihr neuer Freund sagte ihm, er solle sie in Ruhe lassen. Verzweifelt kehrt David zum Pool zurück, in dem Leon gestorben ist, und trifft eine dumme Entscheidung. Er stellt sich vor, wie seine Tochter am Strand in seine Arme rennt. Wenige Augenblicke später zieht ihn sein bester Freund Max aus dem Pool und leistet ihm erste Hilfe. Anschließend gingen sie in eine Bar und Max lud ihn ein, bei sich zu Hause zu übernachten, weil er sich Sorgen um ihn machte. Max redete über seine Kinder und David dachte nur an seinen Verlust und beschloss zu gehen. Er schlenderte die Straße entlang, als er plötzlich ausrutschte und hinfiel und dann einen gefrorenen Schmetterling im Schnee sah. Als er es nahm, erwachte er wieder zum Leben und flog dann davon. Er folgte ihm zu einem verlassenen Tunnel, an dessen Ende er ein Licht sah. Er ging durch die Tür und betrat einen sonnigen und warmen Tag in einer anderen Welt, die in Wirklichkeit seine Vergangenheit ist, der Tag, an dem seine Tochter starb. Er sieht sich selbst über die Straße zu seiner Geliebten gehen. Er erinnert sich, dass es Nachmittag war und macht sich auf den Weg zu seinem Haus. Plötzlich wird er von einem Lastwagen angefahren, doch er steht auf und geht, um seine Tochter zu retten. Er sprang in den Pool, aber wie zuvor blieb Leonas Schnürsenkel im Abfluss stecken, aber dieses Mal befreite er sie. Sie war noch am Leben und bat ihn, ihrer Mutter nicht zu sagen, dass ihre Schnürsenkel offen waren. Er war so glücklich, sie wiederzusehen, dass er sie zudeckte und einschläferte. Er warf versehentlich ihr Glas mit den Bleistiften um, und während er sie einsammelte, erschien der alte David. Sie fingen an zu streiten, und David ersticht ihn mit einem Bleistift, woraufhin er verblutete. Das heißt, er ist jetzt ein Mörder. Seine Tochter sah die Leiche oben auf der Treppe und fragte, was los sei. Sie bemerkte auch Blut und er sagte ihr, sie solle in den Raum zurückgehen. Er begann, den Tatort zu säubern und alle Spuren des Angriffs zu verwischen. Er packte die Leiche in eine Tasche und dann klingelte das Telefon. Es war seine Frau Mia, die anrief, um zu sagen, dass sie zu spät kommen würde. David schleppte die Leiche in den Hof und begrub sie dort. Danach ging er auf die Toilette und beschloss, sein altes Aussehen wieder zu gewinnen. Er wollte den David von vor 5 Jahren zurückbringen, also schnitt und färbte er ihm die Haare und verbrannte seine Kleidung sowie Dokumente aus der Zukunft. Seine Frau Mia kommt mit Lebensmitteln nach Hause und kündigt an, dass sie einen Gast zum Abendessen haben wird. Dieser Gast ist sein bester Freund Max, der ihn erst vor wenigen Stunden in die Zukunft gerettet hat. Wir erfahren, dass Max noch keine Familie gegründet hat und David ein berühmter Künstler war. Leon war David gegenüber misstrauisch und sagt, dass der Mann nicht ihr richtiger Vater sei. Es ist nicht mein Papa. Ihre Mutter tröstete sie und sagte, dass sie ihr diesen Satz erklären könne, wenn sie dazu bereit sei. Mia hat auch mit ihm gesprochen und erzählt, wie sich ihre ständigen Kämpfe auf Leon auswirken. Ihre Ehe war auf dünnem Eis, weil sie über seine vergangenen Affären Bescheid wusste. In der nächsten Szene bemerkte David, dass er sein Telefon nicht bei sich hatte und ging dann zu der begrabenen Leiche.
Da kommt sein Nachbar Sidi, der gesehen hat, wie er von einem Lastwagen angefahren wurde. Durch die Dunkelheit hört David, wie sie sagt, dass sie reden müssen, und beschließt, ihn zu ignorieren. Am nächsten Morgen rief Mia David an und eine Frau antwortete. David nimmt das Telefon und lügt, dass ein Passant es gefunden hat, und geht es holen. Das Telefon war bei seiner Geliebten und sie stellte ihm ein Ultimatum, entweder mit ihrer Affäre fortzufahren oder es seiner Frau zu sagen. David sagt ihr, dass er eine Familie hat, die ihm am Herzen liegt und dass er sie nicht verletzen will, und geht dann. Max sah, wie David sich aus ihrem Haus schlich und stellte ihn dann an der Bar zur Rede. Er fragte ihn, ob er das Geheimnis für sich behalten dürfe, und dann erzählte er ihm die ganze Geschichte der Passage. Durch diese Passage reiste er 5 Jahre zurück, um die Dinge in Ordnung zu bringen und zu verhindern, dass Leon starb. Max glaubte ihm nicht und fragte, was er damals mit dem alten David gemacht habe. Er sagte, dass er ihn versehentlich getötet habe und erzählte ihm dann von seiner Zukunft, dass er erfolgreich sein und 2 Söhne bekommen würde. Oh, verschon mich mit diesem Schwachsinn! Max dachte jetzt, er sei wirklich verrückt. Am nächsten Tag sieht David den Mann, der Mias zukünftiger Freund werden wird. Er war Leonas Musiklehrer und als er sie nach ihm fragte, Leon sagte, sie hasse Musikunterricht und wolle aufhören. Um ihr Vertrauen zu gewinnen, verspricht David ihr, dass sie den Musikunterricht abbrechen kann, wenn sie ihn nur einmal umarmt. Sie tat es sofort und rückte ihn fest um die Taille. Wenig später, als sie im Hof waren, fiel das Spielzeug auf das Grab und die Kinder bemerkten einen schrecklichen Geruch. Puh, hier stinkt's. Leon erzählt seiner Freundin Nila erneut, dass dieser Mann nicht ihr richtiger Vater ist. David fragte und wer bin ich dann und dann fingen sie an zu spielen. Leon begann langsam, David näher an sich heranzulassen und ihre Angst vor ihm begann zu schwinden. In der Zwischenzeit versucht er auch, seine Beziehung zu Mia wieder aufzubauen, und es funktioniert, während sie sich an ihre guten Zeiten erinnern. Am nächsten Tag befragte sie ihn zu dem, was sie gesehen hatte, und er erzählte ihr die verdrehte Wahrheit. Sie sagt, dass ihr richtiger Vater noch am Leben sei, aber weit weg, wo er weder angeschrieben noch am Telefon angerufen werden könne. David sagt ihr, dass er ihr Schutzengel ist, der ihren Vater ersetzt hat, weil er sie nicht beschützt hat. Ihr Ex-Vater war eine Schande, aber jetzt ist er hier, um besser zu werden. In dieser Nacht umarmte David Mia in dem Versuch, die Verbindung wiederherzustellen. Am nächsten Abend feierte David seinen Geburtstag und alle tanzten fröhlich. Er sah, wie Max mit Leon redete und dann stürmte er nach draußen. Er folgte ihm und sah dann Leonas Zeichnung, wie sie einen Mann tötete. Max vermutet nun, dass David der Betrüger ist, der seinen Freund getötet hat. Du hast David getötet! Er kniete über einem flachen Grab im Hof und entdeckte die begrabene Leiche. Max beschuldigte David des Mordes und griff ihn dann an. Er verlangte von ihr, ihm zu sagen, wer er wirklich sei, und drohte, Mia alles zu erzählen. In diesem Moment erscheint Sigi hinter Max und tötet ihn mit einer Spitzhacke. Sigi erzählt David, dass es seine Aufgabe war, Max zu töten, weil er ihn verraten würde. Danach gehen die beiden in den Wald, um ihn zu begraben. Nachdem er seine schmutzigen Klamotten ausgezogen hat, kommt David vorbei und erzählt allen, dass die Party vorbei ist. Er nahm Leon und sagte Mia, sie solle ihm zum Portaleingang folgen, um sie auf die andere Seite zu führen. Als sie durch den dunklen Tunnel gingen, erreichte David die Tür, aber Mia war nicht mehr hinter ihm. Draußen hielt Sigi ihn mit vorgehaltener Waffe fest und drohte, ihn zu töten, falls er erneut versuchen würde, zurückzukehren. Am nächsten Tag befragt Mia ihn zu seinem seltsamen Verhalten. Er belügt sie und sagt, dass Max ihn unter Drogen gesetzt hat und dass er sich nicht erinnern kann, warum er sie dorthin gebracht hat. Während er sich mit Leon entspannt, erscheint Sigi und sagt ihm, dass er ebenfalls aus der Zukunft kommt. Auch sein Leben war im Chaos. Er war wegen eines Betrugs, den er seit über 8 Jahren beging, im Gefängnis, als er eine Tür fand, die ihn 5 Jahre zurückversetzte. Der Trick besteht jedoch darin, dass diejenigen, die bestehen, jeden töten müssen, der davon weiß,
einschließlich ihres alten Ichs. Der Preis des Ruhms besteht darin, dass alle, die das Geheimnis nicht bewahren können, und diejenigen, die es preisgeben, eliminiert werden müssen. Siggi erzählt ihm, dass viele andere aus der Zukunft durch diese Tür gereist sind. In der nächsten Szene, während er nach Hause zurückkehrt, lädt seine Nachbarin Susanna Leon ein, mit ihrer Tochter Nila Zeit zu verbringen. Nachdem sie gegangen sind, sieht Mia, wie Susanna und ihr Mann auf der Straße streiten, also folgt sie ihnen in ihre Küche, wo sie Zeuge wird, wie sie die echten Susanna und Paul töten. Sie nimmt die Kinder und beginnt wegzulaufen, aber der neue Paul weiß, dass sie sie gesehen hat. Mia wollte gerade die Polizei rufen, aber David flehte sie an, es nicht zu tun. Die Polizei trifft mit Nelas Eltern ein, die berichten, dass Mia ihr Kind entführt hat. Susan und Paul wollten Nila gerade nach Hause bringen, als Mia einen Zusammenbruch erlitt und der Polizei mitteilte, dass es sich nicht um ihre echten Eltern handelte, sondern um die Menschen, die ihre Eltern getötet hatten. Auf dem Weg nach draußen sagte der Polizist zu David, er solle ein Auge auf seine Frau haben, da es in der Nachbarschaft noch nie solche Probleme gegeben habe. Leon erzählte Mia, dass Nila jetzt neue Eltern hat, die sich besser um sie kümmern werden, genau wie der frisch gebackene Vater David es ihr gesagt hat, und sie sagt auch, dass sie ihn mehr liebt als den alten David. Mia aus der Zukunft ruft David aus Siggis Haus an und sagt ihm, dass sie mit ihm und Leon zusammen sein möchte. Sie sagte, sie wolle nur bei ihr sein und die alte Mia nicht verletzen. Siggi sagt ihr, dass das so nicht funktioniert und dass sie die alte Mia töten muss, um ihren Platz einzunehmen. David bot an, es für sie zu tun, und als er mit einer Waffe das Haus betrat, griff Mia ihn an. Er sagte ihr, sie solle sich beruhigen und dass er gekommen sei, um sie zu retten. Sie sagte ihm, dass sie von dem Mord wisse, und er sagte ihr, dass der alte David sie nicht liebte. Er flehte sie an, Leon mitzunehmen und durch die Portaltür zu fliehen, weil Leute kamen, um sie zu töten. Siggi erkennt, dass David ihn ausgetrickst hat und versammelt seine Nachbarn, um seine Flucht zu verhindern. Mia aus der Zukunft trifft ihre Tochter und David macht ein Ablenkungsmanöver, um den Eindruck zu erwecken, dass Mia und Leon mit ihm im Auto sitzen. Die Polizei legt einen Hinterhalt für ihn an, und als das Auto umkippt, stellt sich heraus, dass David allein darin ist. Siggi und die anderen sahen Mia und Leon rennen und begannen auf sie zu schießen, aber die alte Mia ging dazwischen und David raste mit seinem Auto in eine Menschenmenge. Mit Siggi auf der Motorhaube kommt er zur Tür, es stürzt ein, gerade als Mia und Leon vorbeikommen. Das Portal war nun für jedermann geschlossen. Der Film endet damit, dass Mia und David auf einen leeren Pool blicken, ohne ihre Tochter, die nun in die Zukunft gegangen ist.